Ja, hallo zusammen. Als nächstes sehen wir uns die sogenannte Substitutionselastizität an. Und da habe ich jetzt hier schon mal für fünf unterschiedliche Produktionsfunktionen jeweils ein paar Isoquanten aufgezeichnet. Und da sehen wir doch, von links nach rechts werden die Isoquanten immer flacher. Und je flacher doch so eine Isoquante ist, desto leichter lässt sich doch der eine Input durch den anderen ersetzen. Ganz links, wo wir die Knicke haben, da lässt sich gar nicht substituieren. Das Beispiel hatten wir ja schon. Da legte ja das Minimum der beiden Inputs fest, wie viel wir produzieren können. Und wenn wir dann so eine gekrümmte Isoquante haben, dann kommt es darauf an, wenn wir da zum Beispiel ziemlich wenig von K einsetzen, wenn wir dann noch ein bisschen weniger von K einsetzen wollen, dann müssen wir schon viel, viel mehr von L einsetzen, um das auszugleichen. Das hatten wir ja auch bei der Grenzrate der Substitution gesehen. Und ganz rechts, wo wir so fallende Geraden als Isoquanten haben, da ist es gar kein Problem zu substituieren. Wenn ich da ein bisschen weniger von K einsetzen will, dann kriege ich das hin, indem ich einfach ein bisschen mehr von L einsetze und kann trotzdem noch die gleiche Menge ohne Probleme produzieren. Ja, also je flacher die Isoquante ist, desto leichter lässt sich substituieren. Das ist das Erste, was wir uns merken können. Und jetzt ist es natürlich normalerweise schwierig, solche Isoquanten zu zeichnen. Ja, die Isoquante, die bekommen wir ja, wenn wir die Produktionsfunktion gleich C setzen. Und dann ist es ja, haben wir ja gesehen, nicht immer einfach, den einen Input als Funktion des anderen hinzuschreiben und dann die Isoquante zu zeichnen. Und deswegen würde man gerne eine Zahl haben, die sagt, wie gut man substituieren kann. Und diese Zahl ist jetzt hier die Substitutionselastizität. Was man da ausrechnet ist, man fragt sich, wie stark ändert sich das Faktor-Einsatz-Verhältnis? Ja, das ist ja in unserem Fall das L durch K, wenn sich die Grenzrate der Substitution ändert. Und die hatten wir ja mit GRS abgekürzt. Die hatten wir ja in den vorangegangenen Videos kennengelernt. Und das gucken wir uns jetzt relativ an, also rechnen da eine Elastizität aus. Und die nennen wir jetzt Sigma. Also die Substitutionselastizität soll jetzt Sigma sein. Und was wir da ausrechnen, ist die Grenzrate der Substitution geteilt durch das Faktoreinsatzverhältnis L durch K mal die Ableitung des Faktoreinsatzverhältnis L durch K abgeleitet nach der Grenzrate der Substitution. Ja, und das sieht jetzt auf den ersten Blick gewöhnungsbedürftig aus. Was da aber steht, ist eine ganz normale Elastizität für eine Funktion mit einer Variable. Schreiben wir das nochmal auf. Wie hatten wir die Elastizität, wenn die Funktion f heißt und die Variable x ist? Definiert, das war x geteilt durch f von x mal die Ableitung von f nach x. Also in unserem Fall ist jetzt das x, die Variable, ist jetzt die Grenzrate der Substitution und das Faktoreinsatzverhältnis L durch K ist der Funktionswert. Also wenn wir uns das jetzt hier ansehen, sehen wir, das ist eine ganz normale Elastizität. Das können wir uns auch schon mal merken. Und dann müssen wir uns jetzt überlegen, warum das wirklich ausrechnet, wie stark die Isoquanten gekrümmt sind. Das werden wir dann im nächsten Video sehen. Und dann müssen wir das natürlich auch noch ausrechnen. Und das wird natürlich ein bisschen komplizierter, weil die Größen ja so seltsam sind. Also das x ist die gesamte Grenzrate der Substitution und das f ist das Faktoreinsatzverhältnis L durch k. Das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber das werden wir dann auch im Beispiel sehen, dass das auch ganz gut funktioniert, das auszurechnen. Also, was wir uns merken müssen, ist, die Substitutionselastizität ist eine ganz normale Elastizität, wo die Größen halt ein bisschen seltsam sind. Die Variable ist die Grenzrate der Substitution und der Funktionswert das Faktoreinsatzverhältnis. Und diese Elastizität gibt uns an, wie flach die Isoquanten sind, wie gut sich substituieren lässt. Das werden wir uns dann in den folgenden Videos dann noch im Detail ansehen. Ja, so viel erstmal zur Definition. Bis bald!